Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Fankulturen und Fankommunikation. Wir wollen uns heute mit Fans im Fußballstadion beschäftigen. Wir haben jetzt viel geredet über digitale Praktiken von Fans. Das wird auch in dieser Sitzung nicht gänzlich unter den Tisch fallen, aber wir wollen uns jetzt eben mal vor allem für eine Form der Präsenzkommunikation von Fans interessieren an einem dafür wirklich besonders exponierten Ort, nämlich den Fußballstadien. Die Fankommunikation im Fußballstadion ist schon verschiedentlich thematisiert worden, in der Soziologie vor allem, aber auch in der Linguistik. Und dazu hat Armin Burkhardt mal diese schöne Beobachtung formuliert, dass sich nämlich das Stadion heute zu einem durch und durch semiotischen Raum gewandelt hat, in dem von Seiten der Fans auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und Kanälen sprachlich und nicht sprachlich kommuniziert wird, insbesondere von den Gruppen. Dazu möchte ich nur mal hier ein ganz wild herausgegriffenes Beispiel mal präsentieren. So ein typisches Bild von einer Fankurve, wie sie aussieht. Und wir sehen hier auf den ersten Blick eine Vielzahl von Zeichen und von anderen Dingen, die für uns als Linguistinnen interessant sein könnten. Die Doppelhalter, die Schwenkfahnen, auch sowas wie Banner. Wir erkennen auch schon, dass es sowas wie Protestkommunikation gibt. Sehen Sie mal sowas wie das Wort Stadionverbot hier oder auch das DFB-Logo im Fadenkreuz. All das sind Dinge, die man natürlich auch linguistisch untersuchen kann. Und gerade Burkhardt hat dazu, aber auch zu anderen Verlautbarungen, Fangesänge, Schlachtrufe und so weiter, schöne Untersuchungen vorgelegt. Was sind also Fans, wenn wir sie im Stadion uns anschauen? Sie sind natürlich Teil des Publikums, allerdings ein besonders engagiertes Publikum. Diese Figur haben wir schon verschiedentlich thematisiert in unserem Seminar, dass Fans sich von anderen Teilen des Publikums dadurch unterscheiden, dass sie sich besonders engagiert zeigen und auf eine besonders semiotisch produktive Art und Weise sich das Geschehen, was andere womöglicherweise nur passiv rezipieren, aneignen. Ja, oder wie Knobloch es formuliert, ein Publikum, das sich leibhaftig an dem Ereignis beteiligt, das sich durch seine eigene Präsenz mitprägt. Oder nochmals anders formuliert von Jürgen Spitzmüller, dem Linguisten, Fans sind Akteure, die über ein passives Rezipieren hinaus das kommunikative Geschehen im Stadion mitgestalten. Hier ist ein Komma zu viel, sehe ich gerade an dieser Stelle. Egal. Das ist nun schon was neu ist. Wir hatten es bisher so, dass wir das Fanobjekt haben, eine Serie oder ein Buch oder irgendwas. Und dann gibt es dann sowas wie Anschlusskommunikation unter den Fans. Aber hier ist es so, dass das eigentliche Ereignis, das Fußballereignis im Stadion wird ja geradezu mitkonstituiert durch die Praktiken der Fans. Und als solches ist es wirklich ein besonders interessanter Anschauungsfall für unser Seminar. Wir können nämlich auch sagen, dass Fans natürlich ein Publikum bilden, aber ein solches Publikum, das selbst wiederum auf Publikum angewiesen ist. Ja, denn diese Doppelhalter und diese Schwenkfahnen und auch die Choreos, die wir gleich sehen werden, die macht man natürlich, damit sie von anderen gesehen werden im Stadion, aber auch darüber hinaus. Und wir wollen uns eben dann vor allem im Anschluss an Hauser, den Sie gelesen haben, mit Fan-Choreos beschäftigen. Hier mal nur ein Beispiel für eine Fan-Choreo von Borussia Dortmund. Wunderbares Beispiel. Vorbereitung und dann wurde auf ein Signal hin, haben dann alle ihr aufgerissenes Tütchen, das Konfetti rausgenommen, in die Luft geworfen und dann ist dann für 1 bis 2 Sekunden tribünenüberschreifend der Schriftzug BVB, also die Initialien des Vereins Borussia Dortmund, zu sehen gewesen. Wir können mit Hauser sagen, dass Fan-Choreos ein eigener Kommunikationstyp sind, der sich nicht so recht fügen mag in die üblichen
Taxonomien, die wir kennen für kommunikative Ereignisse. Sie sind schriftlich und sind aber trotzdem flüchtig. Es handelt sich um Kollektivkommunikation, also es müssen sehr, sehr viele Leute gleichzeitig das Gleiche tun, und zwar auf eine koordinierte Art und Weise, damit die Kommunikation gelingt, mit den ganzen interessanten Fragestellungen, wer eigentlich der Autor oder die Autorin ist. Ja, sind es die Ultragruppen, die das planen, oder sind es tatsächlich die Menschen, die da auf der Bühne stehen und die Konfettis in die Luft werfen? Was ist mit den Leuten, die möglicherweise nicht mitmachen, aber da trotzdem stehen? Sind die auch damit für verantwortlich? All solche Fragen kann man daran adressieren. Wir können auch mit Hauser sagen, dass Fan-Choreos den baulichen Raum nutzen. Ja? Sie müssen auf einer Tribüne stehen, die genau so aufsteigend baulich konstruiert ist, damit dann eben von den anderen Seiten aus das auch gesehen werden kann. Wir kennen auch solche Choreos, wo Dachträger zum Beispiel genutzt werden, um da große Banner dran aufzuhängen und so weiter. Also das wäre der bauliche Raum, der genutzt wird. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, ist auch das Stadion ein sozialer und semiotischer Raum, der dann überhaupt erst konstituiert wird durch diese Choreos. Ja, indem dann sich eben die Tribüne in sozusagen eine große Seefläche, eine Trägerfläche für Schriftzüge verwandelt und in dem aber auch die Südkurve als der Ort, wo eben die besonders intensiv engagierten Fans stehen, die wird natürlich auch immer wieder neu konstituiert als sozialer Ort, in dem gerade dort sich solche interessanten kommunikativen Praktiken sichtbar ereignen. Ja, nochmal ein anderes Beispiel, wie der Stadionraum genutzt und hervorgebracht wird, hier aus Dresden. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass die bis dahin größte Fan-Choreo auf europäischem Boden hier in Dresden stattgefunden hat. Eine einzige 450 Meter lange Fahne ist dann so von unten langsam aufgerollt worden, können Sie sich auf YouTube gerne mal anschauen. Und hier wird auch das Stadion rund genutzt. Einfach als der Ort, wo die Banner aufgehängt werden. Genauso wird dann aber eben auch dadurch der semiotische Raum als sozusagen die Zuschauerbühne, wo die Fans von Dynamo Dresden stehen, dadurch erst kommunikativ, performativ hervorgebracht. Ja? Auch das ist ein schönes Beispiel für das, was Hauser beschreibt. Ich hatte gesagt, dass Fan-Choreos brauchen Publikum im Stadion, aber auch darüber hinaus. Und wir können eben sehen, dass es gerade im Internet interessante mediale Anschlusskommunikation gibt. Ja, natürlich wird im Fernsehen darüber berichtet. Entsprechend werden auch Choreos typischerweise auch kommentiert. Also Kommentatoren verlieren da gerne mal ein paar Worte drüber. Aber gerade auch im Internet finden wir natürlich sehr viel. Und da gibt es eine ganze Seite, die dem gewidmet ist, Faszination Fankurve. Ich hatte Sie gebeten, sich da umzuschauen, wo wir hier unter Fotos und Videos eine umfassende Dokumentation dessen findet, was in den Fankurven passiert an meistens genau solchen Choreos, also sichtbaren Zeichen. Und wir finden aber auch, und das ist der letzte Punkt, mit dem ich hier schließen möchte, auch interessante Zwischenphänomene in der Zwischenzeit. Hier ein Beispiel, das waren die berühmten Hurensohn-Plakate, die in gleich mehreren Stadien gezeigt wurden vor etwas mehr als einem Jahr, als Präsenzpublikum noch erlaubt war, gerichtet gegen den TSG Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Vielleicht können wir in der Sitzung über die Details sprechen. Was ich Ihnen zeigen möchte hier, wir können es ganz leise erkennen. Also erstmal werden diese Sachen auf YouTube verbreitet. Ja, das ist hier ein Screenshot von einem YouTube-Video. Und schauen Sie mal hier. Hier finden wir nämlich als Teil der Fan-Choreo mehr auf hh04.de. Das ist der Blog der Ultra-Vereinigung der Hammerhearts. Das sind die Ultras vom 1. FC Union Berlin, die parallel zu dieser Aktion ein Begleitschreiben ins Netz gestellt haben, eine Stellungnahme, wie sie es genannt haben, weil das Ganze nämlich eine politische Aktion war. Und hier ist also der Diskurs im Netz und der präsenzkommunikative Diskurs auf eine ganz interessante Art und Weise miteinander verquickt und verschränkt. Und auch solche Dinge wird sich
die Fankommunikation, die sich mit Fußballstadien beschäftigt, in der Zukunft genauer anschauen müssen. Das wäre es schon von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion nachher. Bis dann. Ciao.